So, und da sind wir wieder bei Let's Play Arma 3 Altes Life. Schleichwerbung, wie ihr seht. Franta und Bull. Im Burger King, war klar. Und ich bin immer noch mit dem Salad Bang hier und dem Walker F hier. Hallo, hallo. Ach ja, genau. Ihr wolltet ja noch Hallo sagen, ne? Echt? Ja. Ich wollte nämlich gerade schon wieder über meine Kleidung reden, dass ihr schon eingekleidet seid und ich noch nicht. Und ja, wir möchten jetzt endlich mal was anderes machen, außer Pfirsich sammeln. Was möchten wir nämlich machen? Kupfer sammeln. Ja. Richtig. Muss ich dir jetzt gerade noch überlegen? Ja, ich wusste jetzt nie, ob ich jetzt Heroin sage oder Kupfer. Ach so. Dafür brauchen wir erstmal eine Spitzhacke. Braucht man denn wirklich für Kupfer eine Spitzhacke? Ich hoffe, ich habe jetzt eine gekauft. Ich glaube nicht, doch, ich glaube ja. Da war ich mir eigentlich gar nicht so sicher. Egal. Ja. Und wenn nicht, dann haben wir Pech. Denk dran, was zu essen zu kaufen. Habe ich schon einen Burger. Ach ja. Was sonst? Ja, was anderes wird nicht gekauft. Was ist denn ein Red Bull? Zwinker, Zwinker. Ja, sieht man auch die Dosen hier schön daneben. Mit Franta. Und was ist das von der Sprite da? Kann ich gar nicht lesen. Oh, man sieht's nicht. Ich glaube Sprint. Ja, ich glaube Sprint. Ja. Jetzt wollen wir natürlich zum Markt gehen, richtig? Richtig, genau. Wir brauchen ja noch ein Auto. Oder besser gesagt, jeder braucht wieder ein Auto, weil unsere Autos sind weg. Sind und diesmal kaufen wir ja die Squads permanent und nie bloß geliehen. Richtig, dann haben wir die nämlich für immer und können die, na gut, falls sie nicht kaputt gehen. Ja. Und dann können wir sie auch in unserer Garage lagern. Aber bei meinem Glück. Richtig. Geht meiner kaputt. Ja, oder du stirbst. Es explodiert. Ich laufe hier immer noch mit diesen... Sind das kurze Hosen oder ist das eine Boxershort? Kurze Hosen. Meinst du? Ja. Hier hupt jemand. Ich hab Schiss, dass ich überfahren werde. Laufen wir eigentlich auch richtig? Ja. Jo. Ja. Wir müssen gleich am Spielplatz sein. Spielplatz? Wir wollen zum Marktplatz. Ja, aber das ist da in der Nähe, glaube ich. Okay. Oder bin ich gerade falsch? Nee. Oder kommt ein Kurt? Oh, da sollte man aufpassen. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Ach doch, ich kann noch rennen. Oh, eine Kirche. Wo? Da. Eine heilige Kirche. Und ich lauf falsch. Fängt er schon wieder mit seinen Singkünsten an. Satan! Das werde ich von einem Blitz getroffen. Jetzt sterbe ich. Jetzt, das hätte ich nicht sagen dürfen in der Nähe der Kirche. Jetzt da. Oh Gott, ich sehe schon kommen. Was wollte ich sagen? Hier ist wieder Versammlung. Nicht in die Steckdosen fassen. Ja, warum fallen sie sonst um, wenn sie einen Schock haben? So. Können Sie mir das sagen? Ich hätte gerne ein bisschen Bargeld. Na also. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich mir runterholen soll. Wieso hab ich denn die genug? Ich weiß auch nicht, wie oft du dir einen runterholen sollst. wie viel Geld? Also das waren 8000 für die Lizenz, richtig? Ich hab alles rausgeholt. Ich hab alles runtergeholt. Wenn schon, dann richtig. Wenn, dann von richtig runtergeholt. Okay, ich guck erst mal. Ich warte erstmal. Hast du deinen geholt oder was? Nee, noch nicht. Irgendwie ist mir das nicht geheuer. Den ganzen Leuten, ne? Ja. Also, ich kaufe mir jetzt einen. Okay, du bist das Versuchskaninchen. Ja. Genau. Welche Farbe hast du geholt? In so einem Armeegrün, glaub. Da will jemand überfahren werden. Ich würde mal hier auf unseren Stammparkplatz fahren. Achso, okay, ja. Orangenoma ist nicht on.
Fahr doch links rum, wir müssen doch eh links rum. Achso, dann. Pass auf, da laufen ganz viele rum, ich würde langsam fahren. Ja, ich merk das schon. Ui, das war knapp. Wo ist denn lang gefahren? Da ist doch gar nicht unser Parkplatz, Teddy, oder? Nee. Haben wir uns auch reingeholt. Nee, wir müssen aber links rum. Ich fahr hier in die Seitenstraße erstmal rein und warte auf euch. Okay. Welche Farbe hast du geholt? Ich hab weiß geholt. Okay. So, ich hab blau geholt. Ich fahr mal andersrum. Wie andersrum? Ja, die sind gerade alle auf die Straße gelaufen und ich hatte keine Lust, da irgendjemanden zu fahren. Ich fahr jetzt hinten rum. Bist du das da vor mir? Ja, ich warte hier an der Ecke. Okay, ja, ich habe hier jemand fahren sehen. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber... Ja, ich hab's gesehen. Du warst auf jeden Fall gut. Das seid ihr das? Ja. Ja. Okay. Du hast das Blaue. Genau. Nee, das seid ihr nicht. Nee, das seid ihr. Okay. Okay, dann komm los. Genau, Spitzer hat die ja gekauft. Ja. Okay, sehr schön. Ich hab jetzt das nicht markiert. Leitet ihr mich? Ich hab's markiert, ja. Okay, also, alles, Sandy. Komm mal zurück hier vorne bei diesem Ding links, so viel verlässt man. Hier oder so. Okay, das hört sich immer super an. Wir wollen mit dir voll und ganz. Gut, wir sind auf jeden Fall richtig. Top Schläger von da oben. Wenigstens regnet es diesmal nicht. Genau. Also 600 Meter. Ach, das ist für Hände wenig? Ja. Aber wir müssen draußen rumfahren. Ja, genau, komm mal hin. Du gehst jetzt direkt hinterm Berg, wollen wir über den Berg fahren, oder was? Ne, sind ja Quatsch, ne, die sollten wir überhaupt keinen. Ja, wollen wir? Ja. Okay. Aber nicht zu schnell. Dann sind die Berge mal schnell. Gibt's auch viele Steine. Ja. Das sieht bei dir aber aus, der ist ja mega. Wie war? Brettern wir das. Wo bist du? Hier ist jetzt steil runter, hier ist steil runter. Oh Gott. Ich hoffe mal, dass du wieder gefahren bist. Alter, das war gerade knapp, glaube ich. Okay, hier geht's steil runter, also von daher. Oh Gott! Oh fuck! Oh, oh fuck! Oh fuck! Ich lebe! Oh fuck! Oh shit, da steht einer sogar. Wahrscheinlich Typ. Oh. Park ich mal ein bisschen weiter weg. So. Wie geht das jetzt hier mit Z immer, ne? Mhm. Spitzhacke benutzen. Voll dumm, ey. Oh, so, ich hab Schaden gekriegt. Hä, wie? Ich nicht. So, vielleicht geht hier ja Windows. Warte mal, Windows und dann... Ja, hab ich schon... Probiert. J. Geht leider nicht, okay. Aber vielleicht, wenn ich die auswähle und Windows gedrückt halte und Benutzen drücke. Ach, ich bin noch nicht genug dran. Obwohl, ich glaube, meine Windows-Taste geht eh nicht. Auf meiner Tastatur. Aber ich hab... Habt ihr auch zwei Kupfererz bekommen? Pro? Ja. Okay, schade. Aber was ist denn ein Interaktionsmenü? Ein Interaktionsmenü ist ein Menü eigentlich zum Interaktion. Okay, weil das steht da auf jeden Fall bei Steuerung. Oh, was? Wo, da kommt der denn angeheizt? Oh, pass auf! Okay, aber ist nicht am Buggen, das ist schon mal gut. Ja. Back jetzt aufs Auto. Aufs Quad, meinte ich. Ich dachte, das sind der fährt bei mir rein. Nur 12? Ach ja, stimmt. Direkt abschließen, so. Wie bloß 12? Ja, in das Quad zum Reinpacken, ey. Viel zu wenig. Wo ist denn der Verarbeiter? Kupferverarbeiter, wo? Der ist ganz schön weit weg, Alter. Echt? Oh Gott. Oh. Der ist, also, oder seht ihr noch einen anderen? Der ist so ziemlich mittig da, bei dem untersten Bereich. Also ich bin voll. In der Nähe von DP11 auf jeden Fall. Ich bin, glaube ich, von voll. Wo ist ein DP11? Die Bahn. Gleis 11. Kupferverarbeiter, ja. Ist nur der, ich glaub, ne? Da gibt's bloß den, ja. Wo unter ist denn dann DP11? Aber doch? Okay. Genau. Wo ist denn dann der Kupferverkäufer? Den schon ausfindig gemacht? Ja, der ist, oh Gott. Über Kavala. Da sind doch, irgendwann die zwei Imbisse und darunter Eisenkupferhändler. Ja. Okay. Oh oh. Was ist da in Luft gegangen? Irgendwas ist explodiert. Also, wir haben jetzt 5,7 Kilometer. Vor uns. Ja. Warte mal, sind wir denn auf derselben? Ja, genau, ja. Ja, ne? Ja. Okay, wie wollen wir denn fahren? Wir sind jetzt, auf der Straße, würde ich sagen. Also sind wir die Hauptstraße dann, richtig? Ja. Einfach die Hauptstraße und dann... Haben wir ja gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Links oder rechts lang?
links. Du siehst mir den Ausgang finden. Eigentlich, ja. Ja, links. Ja. Überall diese Zäune. Ah, hier ist nix. Und niemand fährt irgendwo rein? Pass auf, vor uns ist noch ein... Ja, ach, du bist ja ganz oben da. Genau, ich bin der Weiße. Und ich müsste kurz dahinter sein. Ja, und ich bin ganz am Schluss. Okay. Richtig so. Ja, das Beste kommt immer zum Schluss. Ich würde auch sagen, weil das jetzt ein bisschen länger dauert, dass wir hier so einen kleinen Zeitraffer reinklatschen. Genau, ja. Ihr bekommt jetzt alles schön schnell zu sehen. Genau. GPS? Oh, pass auf, ein Auto von hinten. Oh oh. Überholt der oder was? Ja. Passen, Assi. Ich glaube, der stand da drüber. Ah, der lag kurz. Oh. Bist du tot? Nein, aber du bist so langsam auf einmal gefahren. Ja, das lag wieder bei mir auf Stückel. Überhol ja. Dann überhole ich. Da habe ich dich jetzt überholt. Ja. Oh, noch 4,4 Kilometer. Bis zum Ziel. Wollte ich gerade auch sagen. Ja, ich fahre einfach hier über den Berg. Scheißegal. Okay, ich komme mit. Oh, das wird ja was. Ich sehe es jetzt schon kommen. Hat irgendjemand ein Reparaturkit? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass ich jetzt dabei habe, aber... Wow, wow. Knapp. Habe ich fast die Kontrolle verloren. Bist du denn lang gefahren? Ach da, okay. Also noch den Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Weg kommt. Ne, hier ist kein Weg mehr. Okay, dann einfach durch da. Ja. Oh. Oh hier Gott. Ist ein Zaun, aufpassen. Okay. Das kann nur schief gehen. Aber hier ist schon wieder so ein Weg. Hier kann schon wieder nichts passieren. Achso, okay. Ja, aber links oder rechts? Nicht, dass wir jetzt wieder... Ja, folgt mir einfach. Okay. Ich folge der Straße. Okay, mal sehen, wer zuerst ankommt. Ja, die Oberfeind ist, wenn ihr Querfeld einfährt. Also wir sind jetzt auch wieder auf der Straße. Oh, auf der Hauptstraße? Ne, so ein Pattweg. Achso, na ich brauch noch 1,9 Kilometer. Wir noch ein. 1,1. Aber wir müssen hier, glaube ich, links jetzt. Einfach übers Feld, oder ne? Wir können noch ein bisschen. Oh Gott. Ah! Ich dachte schon, du bist jetzt gestorben, weil da so eine Nachricht direkt danach kam. Ich hab nur die Leitplanke ein wenig geschliffen. Ach so. Du kaufst Kupferverarbeitung. Ah, ich will auch was kaufen. Der redet aber nicht mit mir. Da, Kupferverarbeitung, 8000. Oh, teuer, ey. No. So, dann Prozess mal. Es lohnt sich. Ich hoffe, gleich 3000. Ja, wahrscheinlich. Aber wir haben gleich wieder noch einen weiten Weg für uns. Pass auf, Olli, da ist ein Auto. Ja. Wir können gleich einfach wieder nur der Hauptstraße folgen. Achso, wo müssen wir das denn verkaufen? Ist das weit? Fast in Kavala. Ja, wieder zurück eigentlich. Das sind 4 Kilometer. Unglaublich. Mama, hin hier, alter Opa. So, dann noch die drei aus dem Truck. Nicht Truck, was haben wir? Quad. Das wäre mal ein ziemlich billiger Truck, ey. Aber wieso steht der so lange... Wieso sitzt der die ganze Zeit in sein Auto? Na, wartet der, bis wir weg sind, oder der ist gerade kacken? Ja, das kann auch sein. Darf man das Wort sagen? Vielleicht hat der aber auch gleich Feierabend. Natürlich. Und der will den abholen. Natürlich. Hier, den Zivilisten. Vielleicht ist das sein Loverboy. Wer weiß. Ja, das kann auch sein. So, mach hier den Rest fertig.
Platz. So, ich hab alle fertig. War klar. Ist nicht ganz. Ich dreh schon mal. Durch. Auch. Aber Licht können wir auch schon anmachen. Oder müssen wir überhaupt da dann her? Ich weiß es nicht. Kupfer, Kupfer, was war das hier irgendwo? In der Kavala war das, ne? Ach, nee. Ach. Wo denn? Wo verkaufen wir den denn? Kavala. Wenn du jetzt, wo wir jetzt sind, oben die orange Straße, die Hauptstraße. Orangen Oma, was? Ah, okay, ich hab's gefunden. Hast du? Ja. Perfekt. Über dem Pfirsichfeld. Quasi, so ein bisschen. Ja. Ja. Das erinnert mich an mein Schlagerlied. Nein! Oh Gott! Was ist los? Der stirbt gleich, ich sag's dir. Vielleicht, wenn man Glück hat und man fährt zu nah an den Rand, da braucht man vielleicht sogar nicht aussteigen aus dem Auto. Kannst du denn... Ah ja, doch, kann man. Geht okay, das vielleicht? Vielleicht? Was macht der? Hallo? Hört mir jemand zu? Ja, ich stehe auf meinem Auto. Mal wieder, das ist eine tolle Fahrt. Dass man vielleicht, wenn man zu nah an dem Bearbeiter ranfährt, dass man gar nicht aussteigen muss. Ja, das hat der bestimmt gemacht. Oh ja, das kann sein. Aber das machen ja nur die faulen Leute. Ja. So, ich folge dir. Ich hab's nämlich nicht auf... Ach doch, ich hab's auf der Karte markiert, ne? Ja, ach, Wargriff, bist du überhaupt schon so weit, oder? Ach ja. Wir ignorieren dich. Ja, lasst mich. Ja, wir warten an der Hauptstraße. Ja, genau. Heizt der da um die Ecke? Ja, ich stehe. Also, das sieht richtig gut aus. Oh mein Gott, ich stehe beim Fahren. Hände gar nicht am Lenker, wenn das die Bullen sehen. Warte, wie tankt man eigentlich? Muss man einfach nur dran stehen, ne? Genau. Voll. Ha. Easy. Bist du das Wargrave? Ja, ne? Ja. Perfekt. Ach, fuck. Okay, ich kann nicht tanken, ist auch egal. Vorne ist wieder ein Auto in die Luft geflogen. Oh ne. Wehe, wir werden wieder weggeportet, wie beim zweiten Part. Dann gibt's Ärger. Wo seid ihr? Ich bin hier im Auto, das war der von eben. Der explodiert ist? Bleibt mal stehen, ja. Vielleicht liegt da Geld oder so. Wie weil der hat ja auch Kupfer gesammelt gehabt. Oh yo, hier. Geld. Geld und wie Kupfer. Viel? Weiß nicht, wie kann ich das aufheben? Ist das denn verarbeitetes Kupfer oder? Ja, denke ich mal, ne? Wie hebe ich das denn auf? Das weiß ich nicht. Hallo? Das geht nicht. Du kannst das bloß nicht. Ja, ja. Auto bleibt da stehen. Da muss erst der Profi wiederkommen. Jetzt explodieren wir. Ah, jetzt. Toll, ich habe nur eine Spitzhacke aufgehoben. Zwei Kupfer jetzt aufgehoben. Wie hebst du das auf? Mit Windows-Taste. Oh. Meine Taschen sind... Aber das Geld kann man nicht aufheben. Hm. Geht er direkt vor, aber... Ich kann das nie aufheben. Guck mal, könnt ihr das Geld aufheben? Nö. Das Geld liegt hier, ne? Ach so. Also ich krieg's nicht hin. Das ist das Geld. Aber ich habe jetzt zwei Spitzhacken. Eine klatsche ich wieder weg. So. Nö. Geht nicht, ne? Ne. Ich krieche an, ist dran. Alles meins! Alles meins! Ich gehe nie wieder hier weg! Beine! Geht nicht. So. Mein Geld! Aber schnell weg, bevor der Besitzer noch herkommt. Ja. Oder der hat hier... Steh auf. Die Kontrolle verloren bestimmt. Oder der wollte eine Abkürzung fahren. Steh auf! Na also. Krass, da ist ja da voll gegengeheizt. Ja. Doof. Ja, was liegt hier? Ach nee, das ist eine Schlange. Schon gut, schon gut. Ach da. So, 20 Kupferbarren.
bringen. Was war schon der letzte? 35.000. Oh. 35.000. 35.000, wir sind reich. Fürs Erste. Ja, ah, jetzt habe ich noch zwei Kupfererz. Gib mir das. Gib mir Geld. Ich will Geld. Sind das 16 oder 18? 16. Ich hab zwei Kupfererz, also der hatte noch irgendwie Normales bei sich. Oh. Clever. Und wegschmeißen kann ich das auch nicht. Ja, das ist doch kannst du. Drücke mal Z. Ja, ja. Kupferbumster an. Na, verkauf das. Drück und geh auf Remove. Dann müsste das, ach, glaube. Oh, weil ich im Auto bin. Oder auf dem Dingen sitze. Dumm. Jetzt habe ich 38.000. Ne, 39.000. Remove. Ich hab 38.000. So, ich gönn mir jetzt mal einen Schluck Wasser. Ja. Oh Gott, bei mir fängt es an zu rucken. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ja. So, wollen wir jetzt noch zum Markt zurückfahren oder? Würde ich sagen, good question. Ich würde sagen, wir fahren noch zurück, wa? Wir fahren noch zurück. Wir können ja noch mal Pfirsiche unterwegs sammeln. Bäh. Nee, nee. Bäh. Das nächste Mal machen wir irgendwann mal Alkohol, aber das ist voll teuer. Ja, Mann. Alkohol? Hm? Ich dachte, der wäre nackt. Yay, es hat funktioniert, beim ersten Mal. Das ist ja fast schon wie bei allem bei mir. So, jetzt will ich nur noch mein Geld auf jeden Fall noch auf der Bank schieben. Das müssen wir noch tun. Pass auf, du kriegst Schaden, wenn du runterspringst. Nee, alles gut. Anders. Kurz den Burger essen. Oh ja. So. Burger. Wasser trinken. Oh. Ich fühle mich gleich wie neugeboren. Und jetzt überfahren wir. Da hupt jemand, da hupt jemand, da fährt irgendjemand. Ah, hier ist der Spielplatz gewesen, den meinte ich. You have overeaten, you are now feeling. Ich hab mich überfressen! War bitte? So, schnell Geld weg. Ich sehe aber auch nichts. Geld weg, Geld weg. Oh, da ist jemand mit einem Quad am Markt, pass auf. Und schießt. Oh, schnell sinkt Data noch. Ich bin fertig. Schnell! Sinkt Data. Yes! So. Ja. Okay, gut. Endlich ist das Geld eingestort, sage ich jetzt. Tolles Deutsch. Und ich würde sagen, bevor wir die nächsten Sachen machen, beenden wir den Party jetzt erstmal. Hier schön zu dritt in einem Häuschen. Los, lass uns da in das Haus gehen. Hubschrauber sucht auch schon nach uns. Erstmal verstecken. Da wurden gerade ganz viele getötet, also von daher sollten wir es jetzt beenden. Und ja, schaut bei den anderen beiden vorbei, abonniert sie auch und gebt den Parts einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, wäre es das schon wieder gewesen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye und ciao. Ciao.